Hallo, hier ist wieder euer Spotterfreund und heute geht's definitiv zur letzten Fahrradtour in diesem Jahr. Beziehungsweise ich fahre ja schon. Ja, ich fahre nach Cottbus, altbekannte Strecke. Kette ist geölt, Bautenzüge kontrolliert und die Luft wurde nachgepumpt. Also ich habe jetzt richtig harte Räder. Damit sollte ich ein gutes Stück vorankommen. Ja, wie gesagt, ich fahre nach Cottbus und werde das Fahrrad dort abschließen und hoffe, dass es mir keiner klaut. Dann geht's ab nach Berlin. In Berlin werde ich genüsslich noch was essen, bevor es dann auf die Fanmeile geht, zumindest in die Richtung. Und ich hoffe doch, dass ich den Abend noch gut überstehe für nächstes Jahr. Ja, habe ich oder werde ich mich spontan entscheiden. Ich habe da keinen Plan, was ich mache. Entweder fahre ich gleich früh mit dem nächsten Zug nach Hause oder ich warte bis auf die Nacht um 3, halb 4. Da fährt der nächste nach Frankfurt-Oder. Dort muss ich allerdings eine Stunde warten, bis ich weiter kann. Ja, welche Möglichkeit habe ich noch? Ich warte auf 5:30, bis der reguläre Fahrbetrieb nach Cottbus und sonst da wohin eingeführt wird oder startet. Ja, oder wenn ich richtig gut drauf bin und noch nicht müde bin oder ich vielleicht eine Möglichkeit habe, schlafen gehen zu dürfen irgendwo, werde ich mich morgen an den Flughafen Tegel begeben und noch ein bisschen Planespotting betreiben. Distanz 3 Kilometer, Dauer 9 Minuten, ja, die 5 die Stimme, die man jetzt Sekunden, im Hintergrund hört. Tempo 2 Minuten 56 Sekunden, ja, per Kilometer 97 Kilokalorien verbraucht. Installieren und einrichten. Und jetzt muss ich noch irgendwie mal sehen, dass ich diesen Sprachcoach rausbekomme. Aber im Zug habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Kann ich noch ein bisschen daddeln, wenn ich eine Steckdose finde. Ja. Also wenn man sich nicht mehr sieht oder hört, wünsche ich alle, die das Video hier sehen, einen guten Start in das neue Jahr. Alles Gute. Und ehe ich es vergesse, möchte ich noch ein paar Grüßchen losschicken. Auf der Hoffnung, dass die Richtigen das auch noch sehen. Dieses Jahr. Und zwar grüße ich einmal den Robert und die Corinna aus Hamburg, die letztes Mal so schöne Videos von ihrer Kreuzfahrt gemacht haben und dann noch die leckeren Kekse gebacken haben. Also seid gegrüßt, feiert nicht so viel, nehmt ein bisschen Rücksicht auf Baby und ja, pflegt eure Oma Renate recht schön, damit sie auch noch recht alt wird. Dann möchte ich noch meinen Lennart grüßen, der auch hin und wieder mal ein paar schicke Videos macht. Ich hoffe, dass jetzt vom heutigen Tag noch ein bisschen was Schönes kommt von ihm. Und ansonsten grüße ich alle, die mir fleißig die Videos angucken, die auch mal kommentieren, die ein Abo dagelassen haben und vielleicht bekomme ich ja noch ein paar Abos dazu, denn ich versuche immer wieder
schicke Videos zu machen. So, das soll es gewesen sein. Jetzt bin ich schon gleich in Boosdorf. Danach kommt Hornow. Danach kommt Kassel, Bargenz, Neuhausen, Frauendorf, Galinchen bei Cottbus und Cottbus selbst. Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Stunde schaffe, denn sonst wird das mir ein bisschen zu spät. Wegen Einlass und Kontrollen auf der Fennmeile und so. Distanz. Also wie gesagt, 4 Kilometer. Dauer 12 Minuten. 9. Ja, so viel zum Thema Feinstaub hier in Cottbus. Also hier geht schon lustig los. Also hier muss irgendjemand gerade eine Batterie gestartet haben. Noch bevor ich das Video starten konnte. Und das war richtig Halligalli hier. Und der Nebel verzieht sich überhaupt nicht. Aber es ist schön, dass ich grüne Phase habe, oder grüne Welle besser gesagt. Oh. Ja, hier bin ich jahrelang rumgelatscht. Distanz 30 Kilometer. Dauer 1 Stunde 24. Mensch, Minuten, 16 Jahre 13 her. Sekunden, Tempo, 3 Stuttgart. Minuten, 17 Sekunden per Kilometer, 835 Kilokalorien verbraucht. Ich glaube, hier lässt sich's besser fahren. Wir sind hier in Sachsendorf, Cottbus, vor mir Gelsenkirchener Allee. Müsste ich dann mal rechts ab verbiegen, wenn ich zum Bahnhof will. Und das werde ich dann machen. Und das soll es jetzt erstmal von Cottbus gewesen sein. Vielleicht sehe ich ja noch mal jemanden, der Remi Demi macht. Und dann werde ich natürlich das Handy wieder rausholen. Also wenn, bis denn, tschö mit Ö. Ist aber echt tote Hose heute hier. Also so leer habe ich den Bahnhof noch nie gesehen. Auf der Baustelle ist sowieso nichts los. Tummeln sich bestimmt alle drin in der Wartehalle. Ah. Mal gucken. Ist genauso leer.
auf Gleis 5 muss ich. Habe ich gerade noch geguckt. Ticket brauche ich mir keins kaufen, habe ich schon. Ich muss nur lediglich dafür sorgen. Oh! Mensch! Cottbus hat 2 neue Toiletten bekommen. Ist ja richtig super. Ja, wie gesagt, Ticket brauche ich nicht, habe ich schon. Muss nur dafür sorgen, dass mein Handy genug Strom hat. Ja, ich habe mich wieder von den neuen Toiletten in Cottbuser Bahnhof verleiten lassen oder ablenken lassen. Hier ist der neue Tunnel, aber ich muss ja leider hier hoch. Denn mein Zug wartet ja hier. Mal glotzen, ob er schon da steht. Oh ja, er steht, er steht, er steht. Und da ich ja noch fast eine halbe Stunde Zeit habe, kann ich ja noch ein bisschen was machen, noch was essen, was trinken und dann geht das ab.